Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Hallo liebe Fische, ich habe euch gerade erst gefüttert, ich hoffe das reicht. Heute lesen wir ein paar E-Mails, während ich das Minispiel spiele und Planeten scanne. Ja, machen wir parallel einen Test einfach mal. Schauen, wie das funktioniert. Ungelesene Nachrichten haben wir ja noch einige übrig. Ich habe auch einige archiviert, ohne sie zu lesen. Vielleicht können wir da auch nochmal reingucken später. Aber fangen wir an. Wir haben ja eine E-Mail bekommen. Handel mit Said Massani vereinbart, von dem Unbekannten. Shepard, wir haben eine Übereinkunft mit dem erfahrenen Söldner Said Massani getroffen. Sie haben sicher schon von ihm gehört. Said war an einigen der bekanntesten und an einigen völlig unbekannten Militäroperationen in den Terminus-Systemen beteiligt und ist als rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger gefürchtet. Ich dachte, Sie könnten jemanden mit seinen Fähigkeiten bei Ihrer Mission gebrauchen und habe daher veranlasst, dass er sich Ihnen anschließt. Sie finden ihn auf Omega. Auf Omega. Wo er gerade seinen aktuellen Auftrag abschließt und keine Sorge wegen seinem Sold. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Wir bekommen also einen Super-Söldner vom Unbekannten, wenn wir nach Omega reisen. Und ich hoffe mal, oder ich habe die Vermutung, dass wir ihm bei seinem aktuellen Auftrag helfen müssen oder dass das als definierender Moment für diesen Söldner benutzt wird. So ähnlich wie bei Rex. Rex hatte ja auch, ist unsere Gruppe beigetreten, um jemanden zu töten und hat es dann auch einfach gemacht, während ich gesagt habe, nein. War ein ganz klarer Moment, in dem mir erklärt wurde, mit was ich rechnen muss von Rex. Weiß nur leider nicht mehr, wie der Mann hieß, den er erschossen hat, aber Mass Effect 1, alles 2 Jahre her, ist verständlich. Gut, können wir als gelesen markieren. Auf den freue ich mich jetzt nicht so stark, weil der wird wahrscheinlich doch keine Moralvorstellungen haben. Ja, rücksichts- und skrupelloser Kopfgeldjäger. Also, nicht Han Solo. Wenn ich jetzt sagen mal Han Solo vergleiche ich mit Kazumi, dann ist Said wahrscheinlich eher der Boba Fett. Genau, genau. Cool, aber rücksichts- und skrupellos. So, weg damit. Projekt Feuergänger, auch DLC, wenn ich mich da recht entsinne. Aber ich glaube, das war kostenlos. Von Projekt Feuergänger. Commander, die MSV Rosalie, ein Forschungsschiff mit Verbindungen zu Cerberus, ist verschollen. Ihr Team sollte den Prototypen eines neuen Fahrzeugs zur Planetenerkundung namens Hammer testen. Außerdem sind die Wissenschaftler Dr. Manuel Case und Dr. Robert Oloy an Bord der MS Rosalie mit Forschungsprojekten für uns befasst. Sie müssen das Schiff, das Testteam und die Wissenschaftler finden. Die MSV Rosalie wurde zuletzt in der Nähe des Planeten Zeona. Irgendwo, gesehen. Okay. Ein verschollenes Forschungsschiff, was für Cerberus arbeitet, aber der Allianz gehört. Kann eine gute Gelegenheit sein, Cerberus in die Suppe zu spucken. Und zu zeigen, wenn ihr Shepard mit was beauftragt, dann wird er das aufklären und die Leute retten, aber eure Forschungsprojekte wird er im besten Fall für sich selbst benutzen. Das wäre natürlich eine der möglichen Ausgänge wahrscheinlich dieser Mission, dass Shepard irgendwas Tolles bekommt. Wahrscheinlich einen Prototyp Feuergänger. Wer weiß, eine Rüstung vielleicht. Oder, ja, Feuergänger klingt so nach dicker, fetter Rüstung, mit der man in Lava baden gehen kann. Kann ich jetzt von der Priorität nicht einordnen, aber ich würde es nach Omega einordnen. Auf Omega werde ich versuchen, alles gleichzeitig zu machen wahrscheinlich. Den Wissenschaftler holen, Said holen und was da alles noch markiert war, damit wir das abgehakt haben. Gehen wir zum nächsten, die Absturzstelle der Normandy gefunden. Das habe ich vielleicht schon mal vorgelesen. Kommt von Admiral Hackett, den wir ja gut in Erinnerung haben. Commander Shepard, unsere Scans im Armada-System haben etwas hervorgebracht, das Sie sehen sollten. Die letzte Position des Wracks der SSV Normandy. Wir dachten, diese Nachricht könnte vielleicht wichtig für Sie sein, aber wir verbinden damit auch ein höheres Ziel. Die Allianz würde die Normandy gerne mit einem Denkmal ehren, das an der Stelle der letzten Ruhestätte des Schiffes errichtet werden soll. Wir möchten Sie einladen, das Denkmal zu errichten und zuerst Ihren Fuß dorthin zu setzen. Kurz dazwischen geredet, eine Public Relations Mission ist das mehr oder weniger, wenn wie mir scheint. Wir finden die Absturzstelle, wir bauen ein Denkmal auf, wir nehmen ein Foto mit Shepard am Denkmal. Die Allianz druckt das ab in ihren ganzen Magazinen, die alle wahrscheinlich schon lange durch Online-Blogs ersetzt wurden. Und jeder gewinnt. Im Zuge des Angriffs der Kollektoren auf die Normandy werden immer noch 20 Crewmitglieder vermisst.
Wenn Sie irgendetwas von diesen Vermissten finden würden, würden wir Sie bitten, der Allianz davon zu berichten, damit die Familien dieser Helden darin etwas Trost finden können. Gute Reise, Commander. Und das ist der Grund, warum Shepard das eigentlich weit nach oben auf die Prioritätsliste setzen sollte. Das sind seine 20 Crewmitglieder. Und er hat noch nichts für sie getan. Er hat auch noch nichts für seine Crewmitglieder getan, die überlebt haben. Und er hat auch noch nichts für die Crewmitglieder getan, die tot sind. Also er hat so ein bisschen... Ich meine, er hat jetzt der Meisterdiebin geholfen. Und er hat einer Quarianerin geholfen, auf der Zitadelle nicht Opfer von unrechter Verfolgung zu werden. Aber das sollte ihm auf jeden Fall auf dem Gewissen brennen. Deswegen kann ich das auch gerne noch ein drittes Mal vorlesen, weil das ist 20 seiner Leute. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass wir so viele an Bord hatten. Aber hey, ich bin doch nicht unbedingt der aufmerksamste Mensch auf der Welt. Die haben sich alle versteckt, die saßen alle links und rechts auf dem Weg zu Joker wahrscheinlich. Aber genug Spaß, das ist ja ernst. Ernst, ernst, ernst. Machen wir's weg. Genau, machen wir's weg. Eine Nachricht vom Unbekannten. Overlord ist der Titel. Shepard, soeben ist der Kontakt zu einer unserer Zellen ohne Erklärung abgebrochen. Das Projekt Overlord hat mit hochgradig instabilen Technologien experimentiert und Sie müssen das für mich untersuchen. Die dortige Arbeit ist soweit in einzelne Abteilungen aufgegliedert, dass ich über diesen Kanal keine weiteren Einzelheiten mitteilen kann. Sie finden die Anlage auf dem Planeten Eite, Typhon-System im Phoenix-Haufen-Cluster. Bitte behandeln Sie diese Angelegenheit diskret. Ja, hochgradig instabile Technologien. Das ist Shepards Chance, einen Einblick in eine dieser Cerberus-Zellen zu erhalten. Und zwar einen vollständigen Einblick, weil die müssen gerettet werden. Das ist auch, vielleicht aus anderen Gründen, als der Unbekannte das gerne hätte, relativ interessant für mich. Da einfach hinzufliegen und rauszufinden, was Cerberus jetzt wieder angestellt hat. Ob sie wirklich endlich dreiköpfige Hunde gezüchtet haben oder so, wer weiß. Die sind verrückt. Die haben da wahrscheinlich wieder irgendwo ihre Nase reingesteckt, wo man sie nicht reinstecken sollte. Und wieder irgendwelche Zombies erschaffen. Oder wer weiß was. Kann man bestimmt wieder... Overlord, Projekt Overlord, da muss ich nochmal was zu sagen. Overlord, das ist Gedankenkontrolle natürlich. Das wird jetzt noch interessanter. Overlord, so wie in StarCraft, die Overlords, die die Zerg kontrollieren. Für den Overmind oder für das Overmind. Overlord, ja. Also Gedankenkontrolle. Shepard sollte wenigstens dahin fliegen und rausfinden, was da abgegangen ist, um dann eventuell die Sachen alle zu vernichten. Weil ich will Cerberus nicht mit Gedankenkontrolle haben. Ich will eigentlich auch niemanden mit Gedankenkontrolle haben in dem ganzen Universum. Ich finde, das ist so eine Technologie, die ist sehr, sehr gefährlich und extrem gemein. Das klingt jetzt wieder kindlich fast. Sehr gemein. Das war sehr gemein von dir. Du hast deinen Bruder Gedanken kontrolliert. Sehr gemein. Ja. Aber... Ja. Weiter im Text. Der Bogenprojektor. So wie so ein Wookie-Bogen. So ein Wookie... Wie heißen die Dinger? Eine Wookie-Armbrust. Ich wollte die ganze Zeit Crossbogen sagen. Das macht keinen Sinn. Crossbow, Armbrust. Eine Wookie-Armbrust, stelle ich mir vor. Ich habe sie ja nicht benutzt. Ist, glaube ich, die Alternative zum Granatwerfer. Kommt auch vom Unbekannten. Shepard, es gab kürzlich einen Gate-Vorfall bei einem unserer Außenposten im skyrillanischen Randsektor. Keine Sorge, ich schicke sie nicht los, um irgendetwas zur Strecke zu bringen. Unsere Agenten haben einen überaus erfolgreichen Kampf gegen einen Spätrupp der Gate geführt und sagen, Grund für den Sieg sei ein brandneues elektrisches Angriffsgerät gewesen, das erst kürzlich erstmals unser Labor verlassen hat. Da die Einheit nun erst einmal Fronturlaub macht, dachte ich, sie könnten die Waffe in der Zwischenzeit in Verwahrung nehmen. Ja, die haben wir nämlich schon. Sie heißt Bogenprojektor. Ich habe sie zur Waffenkammer der Normandy schicken lassen. Sie können sie testen und auch einsetzen, wenn sie ihnen gefällt. Zahlreiche Tests haben ergeben, dass sie kinetische Barrieren und synthetische Gegner besonders gut überlastet. Aber das Labor ist mit einem tatsächlichen Einsatz natürlich überhaupt nicht zu vergleichen. Wir sind sicher, dass die Waffe funktioniert. Und jetzt wollen wir sehen, was sie in den richtigen Händen anrichten kann. Wenn alles gut geht, werden wir gemäß ihrer Taktik auch andere Agenten schulen. Ja.
Müsste ich mal wohl mal testen, das Teil. Einfach nur, um es gemacht zu haben. So, das war jetzt relativ kurz für heute, aber ich wollte das mal probieren. Und kannst mir sagen, wie das war, ob ich vielleicht lieber zwischen das Planetenscan komplett rausschneiden soll oder ob ich weiter E-Mails vorlesen soll oder andere Gedanken, die ich hatte, waren auch noch, ich könnte einfach mir generell Gedanken zu Mass Effect machen. Meistens wird der Planetenscan wahrscheinlich nach einer Mission drankommen und dann könnte ich zum Beispiel nach der Mission Planeten scannen und über die Mission reden oder vielleicht auch wieder Gespräche mit dem Crewmitgliedern während dem Scannen machen. Weiß ich noch nicht, ob das nicht vielleicht besser seine eigenen Folgen bekommt. Ja, ich denke, Gespräche mit Crewmitgliedern brauchen seine eigenen Folgen. Aber morgen fangen wir was Neues an. Was anderes. Eine neue Mission. Ja, versprochen.